Mein Name ist Stefan Dörnbrack, ich bin stellvertretender Leiter der Feuerwehr Lünen. Die Feuerwehr Lünen ist um 10.47 Uhr auf die BRB A2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert worden. Hier hat sich an einem Stauende ein Auffahrunfall ereignet. Ein Wohnmobil ist auf einen stehenden LKW aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des Wohnmobils schwer verletzt und die Beifahrerin ist leider verstorben. Also wir wurden unter dem Stichwort Personen eingeklemmt alarmiert und haben im Nachhinein die Aufgaben gehabt, hier gegen den fließenden Verkehr zu sichern und gegen Brandgefahren abzusichern. Insgesamt eine schwer verletzte Person, eine verstorbene Person, zwei oder drei betroffene Personen, die entsprechend schockiert sind. Die drei schockierten Personen sind mit einem Rettungswagen in die Polizeiwache transportiert worden und werden dort aktuell von einem Notfallseelsorger betreut. Die Sichtschutzwand soll jetzt den Gegenverkehr, also auf der anderen Fahrbahnseite, da verhindern, die Bergungsarbeiten zu beobachten und da im schlimmsten Fall den Verkehr nochmal zu verlangsamen und auch Unfälle zu provozieren. Ja, eine Besonderheit gab es tatsächlich, im Wohnmobil waren natürlich zwei Gasflaschen untergebracht, also zwei Propangasflaschen. Eine davon wurde beschädigt. Wir haben im Nachhinein die Flaschen kontrolliert abströmen lassen und haben für diesen Moment halt den Brandschutz für die Einsatzstelle komplett sichergestellt. Ich bin hier auf der Autobahn unterwegs gewesen. Direkt vor mir ist ein Unfall passiert und war einer der Ersthelfer. Naja, viel konnte ich ja nicht machen, habe mich dann um einen Unfallbeteiligten gekümmert. Was ich herausgestellt hatte, war halt, dass ein Hund auch mit im Wohnmobil war und den suchen wir halt. Er ist im Moment nicht unter den Trümmern und wenn wir Glück haben, ist er rausgeschleudert worden und irrt hier noch herum. Wir haben jetzt hier die Böschung alle also komplett abgesucht. Hier ist eine Planke, wo er nicht durch kann. Direkt hier hinter sieht man, ist eine Autobahnbrücke. Da könnte er eventuell hergelaufen sein, auf der Flucht sein. Es ist ein Fox Terrier, der ist ein mittelgroßer Hund. Er kommt aus dem Ausland wohl, ist gechippt. Wenn man ihn sieht, bitte keine Einfangversuche machen, direkt bei der Polizei Dortmund melden oder umliegende Tierschutzvereine. Das ist ganz wichtig, weil der Hund steht unter Schock, der wird auf der Flucht sein. Ja. Und beziehungsweise auch nicht an den Hund rantreten, einfach Sichtmeldungen durchgeben, beobachten und dann kommen Leute vor Ort raus. Im Moment steht er wahrscheinlich unter Schock. Ne? Verletzungen weiß ich nicht, kann gut möglich sein, aber oftmals passiert nicht ganz so viel. Die Hunde sind sehr zäh. Wichtig ist nur, dass man ihn wiederkriegt, weil der Besitzer halt diesen Hund auch schmerzlich vermisst. Mein Name ist Johannes Röhrko. Ich bin Polizeihauptkommissar und Einsatzleiter der Polizei hier vor Ort. Ich hatte hier einen schweren Verkehrsunfall ereignet mit einem Wohnmobil. Ein Teil der Trümmerteile können wir hier hinter meiner linken Schulter sehen. Staubildung auf der A2, Fahrtrichtung Hannover. Der Fahrer des Wohnmobils erkannte das Stauende zu spät, hat nur versucht, nach links auszuweichen, prallte mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die linke Seite von einem stehenden LKW, wurde abgewiesen, ist im weiteren Verlauf noch gegen einen anderen LKW geprallt und ist weiter hinten hier in Fahrtrichtung zum Stehen gekommen. Wir haben hier leider eine verstorbene Person zu beklagen, die durch den Aufprall auf den ersten LKW tödlich verletzt wurde. In der Regel haben die Wohnmobile eine Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt. Es würde jetzt zu prüfen sein, inwiefern die Geschwindigkeit dazu beigetragen hat, dass ein derartiges Trümmerfeld entstanden ist. Geschwindigkeit steht hier mit Sicherheit nicht im Raum. Es ist zu spät erkannt, zu spät gebremst, zu spät reagiert. Und im weiteren Verlauf halt eben auf das Stauende aufgefahren. Derartige Unfälle haben wir in der letzten Zeit hier sehr, sehr häufig zu beklagen. Die Leute sind einfach unaufmerksam und dann passieren halt derartige Unfälle hier. Wir machen selbst in den Sommerferien Einsätze, wo wir gerade auf Wohnmobilfahrer und Urlauber, die im Individualverkehr in Urlaub fahren, die in den Fokus nehmen. Beraten in Bezug auf Ladungssicherung, auf Zustand des Fahrzeuges, auf ausreichend Ruhepausen. Dass es zu solchen Unfällen kommt,
ist leider hier immer wieder zu beklagen auf dem Teilstück der Autobahn. Uns wurde mitgeteilt, dass ein Hund mit an Bord des Wohnmobils gewesen sein soll. Der ist nicht auffindbar. Wir haben die Personalien von einer Zeugin, die sich darum kümmern würde. Wenn ein Fahrzeug oder beziehungsweise wenn der Hund hier gefunden würde, wird die Polizei benachrichtigt. Unsere Leitstelle in Dortmund ist auch im Bilde. Und dann werden wir versuchen, den Hund einzufangen und der Dame, der Zeugin, die sich zur Verfügung gestellt hat, sich weiter um den Verbleib des Tieres zu kümmern, um die dann zu benachrichtigen. Ja, die Schutzwand soll einfach neugierige Autofahrer davon abhalten, nicht im Schneckentempo an der Unfallstelle vorbeizufahren, noch nach Möglichkeit mit dem Handy noch Videos und Filme und Fotos zu machen. Es dient einfach dazu, um den Verkehr flüssig hier abfließen zu lassen und einfach die Gaffer davon abzuhalten, uns hier noch mehr Probleme bei der Unfallaufnahme zu bereiten. Der Stau bei Eintreffen war, das Stauende war 500 Meter vor der Ausfahrt Landstrop. Wir haben den Verkehr an der Anschlussstelle Dortmund Nordost gesperrt. Da wird er abgeleitet über die B236. Wir lassen hier den Verkehr ablaufen. Wenn wir hier mit unseren weiteren polizeilichen Maßnahmen fertig sind, werden wir auch peu à peu wieder noch mehr Verkehrsraum freigeben. Das heißt, im mittleren und im Endeffekt dann auch noch den rechten Verkehr wieder freigeben. Wenn wir nicht anders machen, dann sind wir noch alle über der Bahn.